Hallo ihr Lieben, ich war einkaufen wieder in meinem Lieblingsschnäppchenmarkt, deswegen folgt gleich der geilste Schnäppchen-Haul aller Zeiten. Ich bin wirklich mega happy. Der Knüllermarkt in Glinde ist für mich einer der geilsten Schnäppchenmärkte in Hamburg und das war das Highlight von meinem Wochenende, in den Knüllermarkt zu fahren und die mega, mega, mega unglaublichen Angebote da abzustauben. Ihr werdet staunen, was hier alles drin ist. Es sind wirklich geilste Süßigkeiten drin zu noch geileren Preisen. Man glaubt es echt nicht. Wenn ihr mich auf Snapchat verfolgt habt am Wochenende, habt ihr vielleicht gesehen, dass ich mich da auch schon auf den Weg dahin begeben habe. Snapchat übrigens, meine Adresse Snapchat findet hier unter dem Video. Da findet ihr Snapchat vom Youngfood-Guru Youngfood, der sich da auch Potschalk nennt. Und jetzt machen wir uns mal an die Knüllermarkt-Tüte. Tüten sollte man natürlich vermeiden, das weiß ich auch, aber diese Tüte hat einen persönlichen emotionalen Mehrwert für mich. Deswegen werde ich sie nicht einfach wegwerfen, die werde ich behalten. Das ist für mich ein Anblick. Ne? Also wir wissen das, alle Plastiktüten bitte vermeiden. Aber diese Tüte ist was Besonderes. Und sie hat außerdem ganz, ganz viele Giraffen drauf. Ganz viele Giraffen, deswegen musste ich die haben. Diese Tüte hat einen emotionalen Mehrwert. So, wir legen los. Wir legen los mit einem Knüllerangebot aus dem Knüllermarkt, muss ich sagen. Beefy, ratet mal, es waren, glaube ich, mal 5 oder ich glaube, es waren sogar 6 Beefys. Es waren 6 Beefys, ohne Witz, Leute, glaubt mir das. Das steht ja auch drauf. Es waren 6 Beefys, 2 habe ich schon gegessen und es war zu einem unglaublichen Preis von 99 Cent und die sind sogar noch haltbar und nicht abgelaufen. Ich feiere das. Ist das nicht geil? 6 Beefy für 99 Cent. Knüller. Ja, kann man nur sagen. Dann habe ich hier diese leckeren Ovomaltine-Kekse entdeckt. Ich habe keine Ahnung, wie die schmecken, aber Ovomaltine, kennt ihr das? Aus der Schweiz ist das, naja, stimmt, steht auch drauf. Schweizer Produkte mag ich auch sehr gerne, die schmecken allesamt sehr, sehr lecker auch. Ovomaltine mag ich auch als Brotaufstrich. Kennt ihr das? Habt ihr schon mal gegessen? Ovomaltine als Brotaufstrich? Das ist wirklich geil, das hat so einen crunchigen Effekt. Ich bin gespannt, ob die Kekse auch so geil, crunchig, Ovomaltine malzig sind. Also da bin ich ganz gespannt drauf, auf die Kekse. Weiter geht's mit einem, ich weiß ja nicht, wie teuer, es tut mir leid, ich habe die gekauft von diesem Markt, ich habe auf den Preis nicht geachtet da. Das habe ich auch gekauft, so eine Borkenschokolade, sieht auch ganz spannend aus, ne? Milkflakes, also guck mal, sieht aus wie, ja, ich glaube, das schmeckt richtig, richtig gut. Vollmilchbock, was ist das, Bock? Ich glaube, das ist ganz lecker und was ganz Feines ist das. War auf jeden Fall nicht teurer als 1 Euro, das weiß ich noch. Und dann, Gas hat tatsächlich nur 1 Euro gekostet. Schaut euch diese Cadbury-Schokolade an. Die gibt es, glaube ich, gar nicht in Deutschland. Hier steht auch noch drauf Travel Exclusive. Das heißt, das sind bestimmt Restbestände von irgendwelchen Flughäfen, die jetzt ihren Weg in Deutschlands geilste Schnäppchenmärkte gefunden haben. Dairy Milk Schokolade, das ist das britische Pendant zu Milka, glaube ich. Ne? Überall, wo Cadbury ist, gibt es, glaube ich, kein Milka oder so. Vielleicht irre ich mich da auch. Dann korrigiert mich bitte. Ja, die hat es auch in sich, irgendwie ist sie gefüllt mit Smarties und Kanonenfutter. Keine Ahnung, sieht aber ganz, ganz gut aus. So, dann habe ich hier noch einen Innocent Smoothie, der ist auch noch haltbar und das war ein Mega-Schnäppchen für 79 Cent. Ich feiere das. Mega, Mega-Schnäppchen, Daniel. Die habe ich auch gekauft. Oh, da gibt es sogar noch der Preis dran. Ich weiß jetzt nicht, ob die so mega günstig waren. Keine Ahnung, aber ich kenne jemanden, der mag die unglaublich gerne und deswegen habe ich die gekauft als Geschenk. Meine Favoriten sind das nicht. Die schmecken schon einmalig und auch irgendwie interessant. Aber ich kenne einige, die mögen die ganz, ganz, ganz gerne. Und für eine bestimmte Person ist das jetzt ein Geschenk und die darf sich am Montag freuen. So, ja. Dann mal was Gesundes. Nein, nichts Gesundes. Es ist gefärbtes Wasser mit Vitaminen. Vitamin Water, das war auch im Angebot. Ich glaube, das war 69 Cent oder so. Habe ich mir mal gegönnt. Das gute Ignite, das ist irgendwie mit Guarana und Koffein. Also da bin ich noch aufgedrehter als jetzt. Kann vielleicht schaden, wenn ich mal so einen müden Punkt habe. Habe ich mir gegönnt. Und ein Vitaminwasser habe ich mir noch gegönnt in der anderen Sorte. Ich finde das manchmal ganz interessant als Alternative zu Wasser. Ich bilde mir da nicht ein, dass ich damit gesünder lebe. Also so verrückt bin ich dann auch nicht, aber es ist ganz, schmeckt ganz lecker, finde ich. Ja. So. So. Wie ich so oft so sage. Das ist auch noch ein, jetzt kommt ein, ja, ihr seht schon das Schaf. 5 geile, ja, steht drauf, nee, 4,99 Euro. Ich weiß, den gibt es gerade auch bei Prime, kann man den kostenlos sehen und auch im Internet bei Videodienstleistern. Aber ich wollte ihn einfach besitzen. Ich liebe Sean und deswegen wollte ich den besitzen und ich schenke den auch meiner Mutter dann. So, die mag das nämlich schon. Das Schaf mag ich einfach. So, da habe ich noch eine ganz verrückte Schokolade. Ich kaufe mal in diesen Schnäppchenmärkten auch Sachen, die ich niemals normal in anderen Läden kaufen würde, weil ich denke mir, boah, Schoka-Cola, das kann doch nicht schmecken, oder?
Doch, ich glaube, die schmeckt zart-bitter. Das ist Schoka-Cola, Schokolade mit Koffein und sowas. Das ist, glaube ich, richtig was ganz Besonderes. Probiere ich mal aus. Wie gesagt, Schnäppchenmarkt öffnet den Zugang zu neuen Süßigkeiten auch. Dann habe ich mir nochmal zwei extra Augen besorgt. Die finde ich immer ganz creepy. Ich glaube, die kosten sogar 30 Cent oder so, wenn man so. Aber ich finde die einfach lustig. Ich mag die, schmecken echt ganz gut. Also, wenn ihr sehen wollt, wie ich die Augen esse oder was anderes, dann schreibt mir das mal in den Kommentaren. Ich habe nämlich eh noch eine Bitte. So, die Bitte kommt gleich. Dann habe ich noch so ein ganz, 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 ganz süßes Feuerzeug gekauft. Schaut mal, die Kuh. Ist das nicht geil? Das ist für mich Kunst. So sieht für mich Kunst aus, die mir Spaß macht. Es sind bunte Kühe. Das ist für mich Kunst. Und deswegen habe ich das gekauft. Ich finde das toll. Also Kunst, die mir Spaß macht. Sehr schön. Die Tüte, die Knüllermarkt-Tüte im modischen Rot-Schwarz-Weiß-Grau, ist leer. Das war der Schnäppchen-Haul aus Linden. Ich habe dieses Video übrigens nicht mit meinem iPad gefilmt wie sonst, sondern mit dem Handy. Und jetzt da eine wichtige Frage an euch. Habe ich besser in die Kamera geguckt als beim iPad oder habe ich immer noch so schräg daneben geguckt? Das wäre ganz wichtig. Als zweites die Frage, was soll ich zuerst probieren von den geilen Sachen? Was wollt ihr da? Ne? Hier vielleicht die Kekse, die Mega-Schokolade, vielleicht auch ein paar Glubschaugen essen. Was soll ich da als erstes probieren? Das werde ich ganz, ganz schnell für euch drehen. Ich werde das Video jetzt gleich direkt hochladen. Dann sagt mir mal Bescheid und dann lade ich es vielleicht sogar noch heute Abend hoch. Ja, und das war's von dem Knillermarkt in Glinde mit dem Mega-Schnäppchen-Haul. Bitte einen Daumen nach oben geben, Kanal abonnieren, Video teilen und kommentieren. Ich freue mich über jeden eurer Kommentare. Ihr seid echt cool. Vielen lieben Dank, ja. Tschüss.